so ist's wohl auch ein dümmlich schauender Riesenhund zu sein. Das Herz ist groß und der Verstand ist klein. Die Heimat ist wie eine Sicherheitskopie. Es ist der Ort, wo man nicht nur meinen Namen kennt. Da weiß man, wie ich bin oder zumindest wie ich war, als ich das letzte Mal ging. Daheim sein ist für mich ein diffuses Gefühl. Vielleicht wird alles wieder gut, wenn wir nur noch Gemüse essen. Vielleicht wird alles wieder gut, ich glaube nicht. Kaputte Liebe kann man nicht mit Fischgerichten retten, aber auch nicht mit dem Verzicht. Ist die laut genug, du, Ralf? Die ist gut laut, ja. Die ist gut laut? Okay, toll. Immer wenn ich aus dem Fenster schau, schaut niemand aus dem Fenster gegenüber. Und ich frage mich, wie kann das sein? Vielleicht gehe ich da morgen ja mal rüber. Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Jetzt über dich aus. Das Gewehr macht mir schon Angst, jedenfalls hier bei uns im Haus. Wahrscheinlich werde ich schon paranoid, doch dann und wann könnte ich schwören, dass ich es im Schrank lachen hören kann. Also versprich mir, dass wenn nicht zu essen im Haus ist und wir nicht rausgehen wollen, weil der Regen pisst und wir auch eh nichts kaufen könnten, weil Fronleichnam ist, versprich, dass du mich dann nicht erschießt und einfach auf ist. Ich brauch dich nicht von April bis Oktober, oder wenn doch, dann nur in Ausnahmen. Färben sich draußen die Blätter Zinnober, fange ich an, dich zu vermissen. Zinnober ist ein voll hochgestochenes Wort für Rot. Aber es reimt sich halt auf Oktober, im Gegensatz zu Rot. Ja. Du kommst gerade vom Friseur, oder? Sieht super aus. Du hast jetzt so kleine Löckchen. Ist das eine Mikrowelle, die du da trägst? Mir ist so kalt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Kannst du bitte bleiben und mich wieder aufwärmen? Du bist wie Tee und Heizdecke zusammen. Wenn ich dich sehe, wird mir von innen und außen warm. Du siehst so heiß aus, du hast einen Heizkörper. Wenn Männer nichts mehr finden kann, darüber hat sie sich beklagt. Ob ich mal mit dir essen gehe, hat sie mich dann gefragt. Was hätte ich denn sagen sollen? Ich kenn mich gar nicht aus mit Frauen. Mir fiel nichts Besseres ein, als sie hilflos anzuschauen. Und wenn sie echt nicht mehr auf Männer steht, wär das ziemlich blöd für dich. Du hast ja schließlich einen Penis und einen Bart im Gesicht. Okay, den Bart könnte man abrasieren, aber den Penis muss sie akzeptieren. Es wär nicht nett von ihr, den grundsätzlich zu ignorieren. Freut sich mehr über einen Delfin, wenn man dachte, es ist keiner da, es ist gar nichts da, dachte man vielleicht erst sogar, und dann sieht man einen Delfin. Überraschend, aber schön. Es ist leicht, um 12 Uhr morgens noch von Frühstück zu reden. Es kommt ja nur darauf an, wie man die Zeit sieht. Wir saßen auf der Picknickdecke unter einer Brücke und sahen bunte Blätter auf dem Fluss vorbeiziehen. Ich fragte, wenn der Weg das Ziel ist, wozu braucht man dann ein Ziel? Du sagtest, weiß ich nicht, und fütterst die Enten. Um 12 Uhr morgens gaben wir den Enten unser ganzes Müsli. Ließen uns vom Stress der Welt nicht blenden. Die Hochzeitsnacht, ein Eklat. Klar, klar.
unser Problem sonderbar. Bitte kitzel mich nicht, ich bin so kitzelig. Glaub mir, ich liebe dich, doch bitte kitzel mich nicht. Du gehst nicht auf den Strich, oh nein, du nimmst lieber mich als Ehemann deine Pflicht. Jedoch so leicht ist es nicht. Berührst du mich unsittlich, lache ich unweigerlich. Jedoch aus Schamgründen nicht. Nein, ich bin nur kitzelig. Bitte kitzel mich.